Hallo und willkommen zu einem unfassbar merkwürdigen Video. Oder ich würde nicht sagen merkwürdig, ich würde sagen lustig, weil wir was Lustiges heute nämlich machen. Und zwar Lami. Lami kennen ja alle. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Nein, auf jeden Fall. Wir werden heute nämlich was Neues, Lustiges machen, was ich mir überlegt habe. Ich meine, ich wäre auch die besten YouTube-Videos auf diesem Planeten. Mann, die mache ich natürlich auch mit Abstand. Ich klopfe mir sehr gerne selbst auf die Schulter. Meine Idee ist, dass wir einfach mal von Pokémon oder überhaupt Roblox-YouTubern eigene Spiele testen, beziehungsweise Spiele von ihren Fans. Und wir fangen heute an mit Lami. Ich habe überlegt, ob wir das vielleicht auch wirklich mal verschiedenen machen, wenn es gut ankommt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir das auch mit Aberog mal machen sollen. Oder auch mit mir selbst, dass wir mal gucken, was es von mir für Spiele auf Roblox gibt. Kurz gesagt, wir werden heute ganz viele verschiedene Spiele von YouTubern testen und wirklich die wahnsinnigsten, verrücktesten und unbekanntesten, um zum Beispiel zu schauen, was haben die gemacht, was gibt es für geheime Orte von diesen YouTubern. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall richtig lustig, die Idee, weil ich meine, ich habe mir jetzt überlegt, ja, ich muss mal wieder coole Videos machen, weil ich mache immer coole Videos, aber ich muss ja weiterhin coole Videos machen. Und da dachte ich, das wird richtig lustig, weil da wird bestimmt sehr viele lustige Sachen rauskommen. Und daher machen wir das heute. Daher schaut unbedingt bis zum Ende, wenn ihr sowas heute nicht verpassen wollt. Schreibt mir super gerne rein in die Kommentare, mit welchen YouTuber wir das vielleicht nochmal machen sollen. Dann überlege ich es mir mal, schau mal und so weiter. Ey, einer Tauschteam schreibt gerade, dein Name komisch. Nein, ich liebe Mario, so heißt schon vor lange. Ich habe eigentlich mal gesagt, ich will ihn so eine Woche heißen, das heißt schon seit einem Monat so. Aber ich glaube, Mario heißt auch immer noch Ich liebe Liz. Daher ist es ja in Ordnung. Jetzt kommen wir erstmal wieder zum Thema. Auf jeden Fall lasst super gerne ein Abo und ein Like. Das würde mich unfassbar freuen, wenn ihr wirklich mal vielleicht einmal die Glocke auch aktiviert und dann einfach eine coole Benachrichtigung über die neuesten Videos bekommt. Und jetzt genug davon geredet. Wir fangen jetzt einfach, würde ich sagen, nämlich wirklich an. Und ich hoffe, wir werden richtig lustige Spiele finden. Und im Hintergrund aus dem Spielen wir gerade Tower Stream. Könnt ihr mal gerne testen. Kennen wahrscheinlich... Oh. Das habe ich noch nie miterlebt, dass jemand da durchgefallen ist. Anscheinend ist es passiert, aber gut so, weil er hat nämlich geschrieben, dass mein Name komisch ist. Daher... Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal los und sehen uns dann jetzt wieder auf Roblox, wenn wir mal einfach nach Spielen gucken. Viel Spaß! Und ja, wenn wir Lami einfach mal eingeben, bei den Spielen kommt schon ganz viel verschiedene Sachen raus. Beispielsweise vor allem auch eigene Spiele von ihm, die er irgendwie mal erstellt hat und sowas. Sowas kommt natürlich dann auch raus. Aber wir wollen ja heute, vielleicht testen wir nachher mal ein Spiel auch von ihm, was er erstellt hat. Aber heute geht es um die ganzen Fanspiele. Und wenn man mal durchschaut, gibt es sehr viel und wir werden echt mal die unbekanntesten und spookiesten, also die mit Abstand unheimlichsten, einfach mal heute testen. Ich hoffe, wir werden lustige Sachen finden, aber ich denke sogar, dass wir echt coole Sachen finden werden. Ich meine, es gibt ja immer viel. Starten wir erstmal oben mit einem Spiel, dass wir dann am Ende nämlich heute das mit Abstand unbekannteste und gruseligste und... verwirrendste Spiel spielen. Das wird sehr lustig. Ich nehme vielleicht echt mal einfach kurz ein normales Spiel von ihm. Also, gehen wir jetzt einfach mal nämlich wirklich in ein Spiel rein. Wir machen mal was Normales. Gucken wir mal, was Cartwright Indolami ist. Ich meine, man kann sich das vorstellen. Aber wir werden es jetzt mal kurz testen. Das heißt, wir testen mal ein Spiel von ihm nämlich selbst. Was echt viele Spiele. Ich meine, 95 Leute, das ist brutal viel. Wir sind jetzt im ersten Spiel nämlich von Lami, was er selbst gemacht hat. Ich weiß nie, was sie schreiben. Ah, das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, es ist nämlich einfach nur ein Auto. Ja, das ist ein Auto ab jetzt. Guten Tag, wer ist das? Wir schreiben mal. Hallo. Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Auf jeden Fall, ich war gerade ein bisschen blöd. Ich habe nämlich schon 5 Minuten im Spiel gerade gespielt. Aber ich habe vergessen aufzunehmen. Das war nicht so gut. Hi. Wie geht's? Oh mein Gott. Ey, das ist so verwirrend. Da ist nämlich, das habe ich halt erst gemerkt. Ich dachte, da fällt mal runter, aber ne, ist einfach nur eine kleine Falle. Gut, ja. Auch. Wir fragen mal, magst du Käsebrötchen? Wie, sie mag keine Käsebrötchen. Das wäre schon eine Straftat, würde ich sagen. Okay, ich hoffe, es kommt eine gute Antwort. Wenig. Komm, antworte schnell. Nein, sie antwortet nicht. Nein! Hallo? Ich warte auf eine Antwort. Mach mir den Chat zu, sie antworten einfach nicht. Was mag ich? Käse.
Brötchen. Da fliegt jemand, okay. Hallo, sie hat dann geschrieben, was mag ich? Und ich habe geschrieben, Käsebrötchen. Ja oder nein? Das ist sehr wichtig. Wir wollten eigentlich das Spiel testen. Wir sind echt weit oben, aber irgendwie schreibt sie nichts. Hä? Warum sind wir eigentlich nicht mehr auf der Schiene? Ist das normal? Ja, es ist anscheinend normal, okay. Ein Brötchen. Warum weiß ich nicht, was ein Käsebrötchen ist? Das sollte man essen. Meine, es ist schon vom Namen her eigentlich echt klar. So Käsebrötchen ist wahrscheinlich ein Brötchen mit Käse. Aber na gut, dann hat sie anscheinend was verpasst. Ess Käsebrötchen. Nein, alles okay, ist natürlich ein Spaß. Guck mal, dein ist Lamien riesig. Boah, ein bisschen sehr groß. Aber irgendwie antwortet sie nicht gut. Oh nein. Schreib nur noch, oh nein. So, und jetzt werden wir nun das Auto so schnell machen, dass wir rausfallen, dass wir das nächste Spiel nämlich testen können. Es war eine Freude, mit dir zu fahren. Nun aber werden wir runterfallen. Hallo, warum jetzt? Hui! Ab ins nächste Spiel. So, wir sind jetzt wieder hier angekommen und was soll ich sagen? Wir werden jetzt einfach mal gucken, was es noch für Spiele sonst gibt. So, ich meine, es gibt ja sehr viele Spiele und ich würde sagen, echt, wir gehen einfach ein bisschen runter. Wir sind jetzt erstmal seine eigenen Spiele, denke ich mal, alle. Wir können sonst mal ganz nach unten gehen. Okay, das hat nichts mit ihm zu tun, da Lamis Abi. Gucken wir mal, ob man die spielen kann. Ah, die kann man leider nicht spielen, die ist leider noch nicht geöffnet. Schade, dann machen wir das nächste. Okay, die können wir spielen. Die heißt Lamis Horror Obby und ist von Leon. Das hat 13 Besucher und ist im Prinzip das erste, das unterste Spiel von allen Lami-Spielen. Ich bin mal sehr gespannt, ob man, was passiert jetzt. Wir sind jetzt in dem Spiegel drin, was im Prinzip das erste Spiel ist, was man findet zu Lami, beziehungsweise das letzte, unbekannteste und mysteriöseste, was wir heute mal testen. Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich habe es noch nicht gespielt, beziehungsweise ich bin heute sehr bescheuert ein bisschen, weil ich habe schon zweimal erst aufgenommen, jetzt gerade auch wieder, aber ich habe vergessen, also schon gespielt, aber vergessen aufzunehmen. Das ist mir zweimal halt passiert. Ich glaube, ich habe halt zu wenig geschlafen, das kann echt sein. Auf jeden Fall steht hier Emily und schreibt dann, oh nein, Lami hat meine Erdbeeren geklaut. Kannst du mir die Erdbeeren wiederholen? Nehme diese Obby. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt diese Obby beschaffen. Wir dürfen nicht in die grüne Grütze reinfallen. Die sieht sehr ungesund aus, außer mir. Und dann steht da, aufpassen. Da unten ist Lami. Er will dich haben. Oh nein, er will mich haben. Okay. Da unten ist Lami. Auf jeden Fall, dieses Lami-Ding, ich meine, er sieht nicht sehr schön aus. Tut mir leid. Er frisst mich. Das ist auch nicht sehr nett. Aber okay, ich kann sie nicht verübeln. Was ist jetzt los? Ah, okay. Das war gerade ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, ich meine, ich kann es nicht verüben. Ich schmecke auch echt gut. Ich schmecke nach Erdbeeren. Ich meine, ich bin rot. Eigentlich müsste ich echt nach Erdbeeren schmecken. Und da schreibt sie dann, das ist Lami sein Haus. Du musst reingehen. Okay. Wir haben hier eine Burg. Und ein Teleporter. Sind wir hier? Was ist das denn? Lami für ein Horrorhaus. Okay, gut. Und jetzt müssen wir hier nochmal rüber. Nop. Sag das sehr gerne. Und wir sind durch. Leider wurde es noch nicht weiter geworden. Dann fehlt hier nämlich einfach ein Stück. Aber es stört ja nicht. Ist auf jeden Fall sehr süß gemacht. Cooles Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, testen wir es noch ein Spiel, weil ich schon 5-mal vergessen habe aufzunehmen. Und ein bisschen heute verwirrt bin. Aber das darf nicht passieren, weil ich bin alt. So, damit haben wir das unbekannteste und erste Spiel im Prinzip gespielt. Wir können jetzt nochmal komplett runtergehen und gucken. Genau, das war das hier. Okay, wir haben noch Super Lami. Wollen wir das mal aufspielen? Komm, machen wir mal. Ah, leider ist das gesperrt. Schade. Okay, dann müssen wir nach einem anderen Spiel mal schauen. Wir haben noch. Okay, wir haben noch für Lami. Gucken wir mal dort rein. Das können wir spielen. Dann weißt du was? Ich meine, da steht ja für Lami und dann werden wir es mal einfach spielen. Wird lustig. Was haben wir? Also erstmal. Ich bin gerade noch zu verwirrt, muss ich sagen. Was das genau muss ich machen? Ich bin doch echt verwirrt gerade. Also wir haben ganz viele Wasserbahnen in Wasser. Und irgendwelche Modes. Okay,
Okay, machen wir mal. Oh mein Gott. Warum sind wir so schnell? Leute, was ist los? Was ist das eigentlich, was das ist? Ich weiß es immer noch nicht. Kann ich das wieder wegmachen? Das geht echt nicht mehr weg. Nein, das ist ja voll nervig. Das ist die ganze Zeit neben mir. Na gut, das können wir jetzt im Shop kaufen. Okay, leider nichts. Aber wir haben Dinger. Und das können wir hier durch. Hui! Oh mein Gott. Aber süß. Und wir sind im Wasser. Oh, wir können mit dem... Okay, es geht leider unter. Schade. Ich habe echt gehofft, dass es leider nicht untergeht. Aber na gut, stört ja nicht. Warum haben wir eigentlich eine Flasche? Im Wasser. Na gut. Normal mache ich immer so. Oh, warte mal. Das ist noch eine coole Rutsche. Die wollen wir auch nochmal rutschen. Nom. 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 Komme ich da überhaupt hoch? Ja, doch. Okay, gut. Dann gehen wir mal komplett hoch und schauen einmal mal, was noch dort ist. Ich meine, ich weiß es ja nicht und daher müssen wir uns überraschen lassen. Okay, wir haben hier wieder zwei Dinger und dann drücken wir wieder drauf. Ich muss mich, ihr müsst euch freuen. Los, alle Hände hoch, die gerade zuschauen. Freut euch, wir fahren gerade Achterbahn. Ich meine Rutschbahn. Wie heißt das? Es ist echt ein bisschen sehr schnell. Kann ich das? Ich kann das Ego-Perspektive fahren. Oh mein Gott. Okay, okay, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind wir jetzt? Ah, das ist so ein Ding. Oh, cool. Und wir sind im Wasser. Aber leider gehen die immer unter. Das ist ein bisschen schade. Aber hier, schade, schade. Aber cool. Und das ist noch eine Rutsche. Also auch wenn die Treppen echt gefährlich sind. Ich meine, diese Treppen, da könnte man schon echt runterfallen. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber okay, wir rutschen die noch. Ich hoffe, ich fahre hier nicht raus. Okay, oh mein. Ja. Ich steck fest. Nein, ich habe die Rutsche kaputt gemacht. Schade. Da war die noch nicht so. Da müssen wir die andere hier nochmal testen. Komm, wir testen noch einmal die. Sag, gehen wir mal komplett hoch, nehme ich einfach. Und das wird schon lustig. So, ah, wir haben hier wieder eine Reifenrutsche. Okay, drücken wir wieder drauf. Hände hoch, los. Ich sehe nichts. Ah, wo sind wir? Ah, hier sind wir. Ah, das ist eine echt lange Röhre. Okay. Blub. Hallo. Ey, also ja, doch, ich muss sagen, die Spiele waren auf jeden Fall ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass ich das hier nochmal mache. Vielleicht mit anderen YouTubern, beziehungsweise als nächstes vielleicht wirklich mal mit mir einfach. Ich meine, ich könnte auch echt lustig sein. Schreibt es unbedingt einfach mal in die Kommentare. Und sonst, ihr könnt euch jetzt dann hier noch zwei coole Videos anschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke, um nächstes Mal auch immer bei diesen Videos sofort dabei zu sein. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Macht keinen Unsinn. Esst nicht so viel Käsebrötchen. Und dann bis zum nächsten Mal, was auch immer ich wieder tue. Tschüss.